Der Gong leitet die Folge ein. So würde ich das zumindest machen. Ja gut, wir sind wieder zurück im Dorf der Nachtbrüder. Nachdem wir dieses schlimme Viech dort bekämpfen mussten. Mann, diese Vasen. Geht doch. Hier sind Schützen von denen. Na gut. Ich werde dich besiegen. Kämpf mit mir, du. Wieder gemacht, Jedi. Geht in den Nahkampf. Du kannst gegen uns nicht bestehen. Brüder, helf mir. Wo bleibt dein Können? Mehr als Beinarbeit hast du nicht drauf. Geschickt! Doch, wirst du. Es sei denn, du weigerst dich nochmal zu schießen. Die sind schlau. Die wissen, wenn sie schießen, dann lenke ich es zurück. Gut, das geht nicht. Hier geht's nicht weiter. Der muss noch weiter, glaube ich. Aua. Blute, Jedi. Danke. Ah ja. Hier geht's hoch. Darf ich da bitte hoch? Danke. Okay, hier geht's nicht weiter. Was haben die da wohl zugemacht? Hier wartet doch sicher wieder einer hinter den Ecken. Naja, ich wusste. Ich hab dich gefunden, Eindringling. Wusste es. Blute Ungeziefer. Und er bewegt sich schon wieder nicht. Streitkolben? Das sieht aus wie der Streitkolben von Malakat. Ich will nicht länger auf Anweisungen der Schwester warten. Wir müssen uns um den Eindringling kümmern. Ich werde alles geben. Mhm, alles geben, klar. Da rumstehen und warten, bis ich zu dir komme, um dich zu töten. Wobei, sind die nicht eigentlich schon tot? Ich meine, sind ja auch nur von der Schwester beschworen oder wiederbelebt worden? Ein Schiff ist in den Sümpfen abgestürzt. Sei vorsichtig. Ich spüre große Gefahr. Einmischung. Fremder! Geht's denn hier jetzt weiter? Hier nicht, von da komme ich ja gerade. Hier war ich gerade, hier ist nichts.
Ah, hier. Bereit zum Sterben, Jedi? Hier. Da unten war ich vorhin. Warte mal, da unten. Ja, da liegt immer noch die Kreatur. Wow. Jetzt werde ich vermutlich da. Genau, komme ich zu dir. Du wirst fallen. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Na? Nee. Abkürzung. Geht's hier noch wohin? Nee. Hier auch nicht. Na dann wieder an die Oberfläche. Hoffentlich komme ich ja wieder an die Oberfläche. Möchte hier ungern noch länger verweilen. Auf Datomir habe ich irgendwie immer so leichte Frame Drops. Ich weiß nicht, ob ihr das in den Aufnahmen bemerkt, aber ich beim Spielen merke es so ganz, ganz leicht. Hast du das Grab gefunden? Fast nicht. Wurde allerdings abgelenkt. Grease verhält sich seltsam. Er will jemanden vor der Mantis gesehen haben. Datomir zermürbt ihn. Das ist bei ihm völlig normal. Geht's dir gut? Ich halluziniere nicht, also... Ja, ich verlasse ein Dorf der Brüder der Nacht. Ich nehme die Spur wieder auf. Hört sich an, als kämst du zurecht. Ja, BD und ich schaffen das. In der Tat, das werden wir schaffen. Aber sowas von. Hier sind doch wieder Nachtbrüder, oder? Nee, tatsächlich nicht. Hier war eine Tür? Brüder, hierher! Oh. Verstanden. Er flieht. Gib dir mehr Mühe. Dein Leben ist verwirrt. Da wäre ich gerade fast selber runtergefallen. Da sage ich, ich wäre da runtergefallen und springe selber runter. Ist klar. Wobei eigentlich wäre das jetzt auch nicht nötig gewesen, aber was soll's. Gegen ein paar Stims hat ja nie jemand was einzuwenden. Und das habe ich mir gedacht. Eine Bedrohung von unten. Ich hab dich gehört. Blut, Herr Ungeziefer. Datumir dürstet es nach deinem Blut. Deine Taktiken sind sinnlos. Du fürchtest unsere Stärke. Diese klugen Sprüche, die dir mal klopfen. Okay, der Typ ist weg. Wo ist denn der alte Mann? Haben die Brüder der Nacht ihn geholt? Okay, fällt das auch auf? Du kannst unsere Stärke nicht überwinden. Du kannst uns nicht alle aufhalten. Brüder, helft mir! Die haben Nahkampfangriffe? Naja, gegen ein Lichtschwert haben sie trotzdem keine Chance. Ey, wenn ich hier jetzt nochmal runterstürzen würde, ey. Das muss das Grab sein. Ja, ja. Das sieht doch sehr stark nach Sepho aus.
Ich mag Türen nicht, die sich von selbst hinter mir schließen. Aber ich mag explodierende Vasen. Die, by the way, so groß sind wie Kel selber. Oh, hier gibt's ganz schön viele davon. Hierüber, BD. Ihr wisst, das muss sein. Vasen gehören zerstört. Besonders in diesem Spiel, ja. Ich übersehe hier nichts. Achso, die ist schon offen. Das auch immer zerspringt. So, das dürften alle gewesen sein. Hopp. Mein Freund, wir suchen ein Astrium und befinden uns in Kujets Grab. Thanks for reminding, Captain Obvious. Wollt ihr uns nochmal dran erinnern, was wir hier überhaupt tun? Wobei, ich rechne es nicht an. Man hätte nach dem Kampf gegen dieses Vieh durchaus vergessen können, weswegen man eigentlich hier war. Was immer das war, es ist weg. Hä, Moment mal. Das war da vorher noch nicht. Okay. Scheinbar will das Spiel, dass ich mich hier zum Meditieren hinsetze. Na dann. Erfüllen wir dem Spiel doch mal seinen Willen. Können wir ja gleich nochmal wegen Fertigkeitspunkten schauen. Oh, ups. Das war die falsche Taste. So, was ist das hier? Erhöht die Reichweite des Lichtschwertwurfs. Ja. Ich glaube aber, ich möchte nochmal was Passiveres. Mächtiger Schub. Mächtiger Magnet. Was ist das hier? Präzisionsausweichen. Kann Kel Gegner kurzzeitig verlangsamen und eine geringere Menge an Macht regenerieren. Ich glaube, da ist mir das aber erstmal wichtiger. Den Rest kriegen wir auch noch. Wir sind ja schließlich noch lange nicht fertig. Das habe ich mir gedacht. Oh, wieder als der junge Kerl unterwegs. Was hat der junge Kerl eigentlich so in seinem Quartier? Ein Holocron, interessanterweise. Boah, aber hier sieht's aus wie in der Gefängniszelle, ey. Wenn du auf so einem Schiff mehrere Monate oder sogar Jahre verbringen musst, ey. Ich würde durchdrehen. Hey, Kel. Lust auf eine Revanche später? Ja, jederzeit. Klingt gut. Gehst du zum Training? Immer. Okay, dann sehen wir uns später. Tschüss. Was wollte dieser Klon eigentlich für eine Revanche? Du solltest dich beeilen, Kel. Jaro hat nicht viel Geduld. Ist das für einen Jedi nicht, wichtig, Geduld zu haben? Wir verlassen Bracca? Könnte sein. Mach ihm keine falschen Hoffnungen mit solchen Gerüchten. Schon okay. Ich glaube, sobald's Meister Tapal sagt. Apropos deinen Meister. Ja, ich gehe besser. Wir reden später. Du hast es aber eilig. Jaro wartet doch, oder? Meister Tapal hat mich zum Training gerufen. Du schaffst das, Junge. Wer
Welcher Jedi-Kreuzer hat überhaupt so einen riesigen Trainingsraum innen drin? Padawan, Zeit für deinen Unterricht. Ja, Meister? Du musst uns erreichen und lass mich nicht warten. Tja, ne? Gut. Dieses Training wird so lange dauern wie nötig. Du wirst die Lektion des Tages begreifen. So oder so. Du schaffst das. Los nochmal. Okay. Du bist fast da. Welcher Jedi-Kreuzer hat sowas? Commander. Fokussiert. Voll konzentriert hättest du diese Ablenkung vorausgehabt. Besser, Padawan. Komm zu mir. Ich halte das für Vorschrift. Shadowing. Komm jetzt zu mir. Ja, bin ja unterwegs. Wir werden mit einer Aufwärmübung beginnen. Doch zuerst haben wir Befehle. Braka ist gesichert. Schon bald rücken wir nach Mygeto aus. Ja. Du musst... Meister? Seid ihr okay? Irgendwas stimmt nicht. Nein! Nein! Der zögert nicht. Was geht hier vor? Warum war der Commander? Padawan, etwas Schreckliches ist im Gange. Die Klone haben uns hintergangen. Deine Fragen müssen warten. Es ist keine Zeit. Wir müssen sofort das Schiff verlassen. Schnell! Zu den Rettungskapseln. Und nimm die Wartungsgänge. Wir haben das trainiert. Erinnerst du dich noch? Sie haben die Order 66 trainiert? Und was wird aus euch? Ich sorge für Ablenkung und komme dann wieder. Wenn ich bei deiner Ankunft nicht da bin, geh ohne mich. Wir sehen uns auf Braka wieder. Hast du das verstanden? Ja, Meister. Sie kommen. Ich werde zwar die Drucktüren schließen, aber wenn sie dir begegnen, darfst du keinesfalls zögern. Geh. Möge die Macht mit dir sein. Geh. Los! Da ist er! Er schießt ihn! Nein, halt! Oh je, oh je. Die Order 66... Unterwegs. Wir brauchen Verstärkung. Hör doch, in so vielen Lego-Spielen. Du musst anziehen, um durchzukommen. Wird doch in so vielen Spielen recycelt. Das ergibt keinen Sinn. Was ist hier los? Aber die Musik ist jedes Mal wieder gut. Sehen? Der Kleine ist verschwunden. Sucht überall. Er kann nicht weit sein. Luft wieder aus. Hey! Was war das? Haltet die Position. Ich sehe nach. Melde Verluste. T'Pol hat mehrere Trupps ausgeschaltet. Sofort schießen. Verstanden. Ich versteh's nicht. Was ist passiert? Das wirst du, glaube ich, nie ganz verstehen, Kerl. Was war das? Da ist wer in den Wartungsgängen. Das brauchte drei Filme und eine ganze Serie als Abbild. Danach ist es nicht mehr weit. Oh Gott. Man muss schon sagen, Order 66 ist schon eine der herzzerreißendsten Szenen der ganzen Filme gewesen.
schaff das. Ich darf nur nicht stehen bleiben. Besonders wenn man Clone Wars gesehen hat. Besonders dann. Kel, du weißt doch, wie man sein Lichtschwert zieht. Er hat vergessen, das ist Sparta zu sagen. Tut mir leid, Meister. Weiterklettern, wir treffen uns vorne. Wo muss er jetzt lang? Ah. Nee, halt. Hier lang. Also es gab ja so einige Jedi, die Skrupel hatten, die Klone umzubringen. Du musst ihn aktivieren, wenn wir fliehen aber wollen. Aber T'Pol gehört ja, definitiv nicht dazu. T'Pol sitzt in der Luftschleuse fest. Schickt Verstärkung. Jaro, T'Pol ist auf der anderen Seite der Tür? Ja, aber er kommt nicht durch. Es dauert so lange, die Tür... Diese armen Druiden hier sind die einzigen, die abseits der Jedi auch nicht wissen, was los ist. Aber wenigstens sind sie nicht betroffen. Hört ihr das? Bereit machen! Dieser Klon direkt hinter T'Pol, der gibt sich gar keine Mühe. Los, Padawan! Wir müssen sofort weg! Eine Galaxiekarte? Ah, glaube ich nicht. Die Türsteuerung! Schiffsreaktoren überlastet. Im Schutz der Explosion können wir fliehen. Ich wollte... Der Krieg, es stickt vorbei, mein Padawan. Erhalte die Stellung. Warte auf das Signal des Rats der Jedi. Und vergiss nicht... Wann hat er das Lichtschwert eigentlich kaputt gemacht? Nur der Macht. Ja, Meister. Daher hat Kel seine Narbe.